Hallo Freunde des Kanal Sport, grüß euch, jawohl, neues Unboxing hier am Start, immer packe ich mir ums Ohr. So, ja, haben wir was gekauft, 96,99, also ja, war der Preis dafür, ist schon etwas älter, glaube ich, kenne mich da nicht so ganz so mit aus, aber ja, mit den Komponenten, die ich jetzt da drin habe, wird das wohl nicht alles ganz so funktionieren, da werde ich mir wohl noch ein paar Dinge in den nächsten Monaten kaufen, damit ich das dann alles betreiben kann, beziehungsweise benutzen kann. So, kommen wir erstmal zu dem Paket hier. Ist ja egal, wo es wegkommt. Ja, habe mich heute nur gewundert, wie das ist schon da. Okay, cool. Ja, also schnell verschickt. Konnte das nicht sofort bezahlen. Ich musste erstmal auf Lohn warten. Und ja, dann würde ich sagen, ich mache das jetzt mal auf. So, offen haben wir es. Klingt relativ fix. Besser als ziemlich scharf. Finde ich cool. So, und, ja, ihr werdet jetzt gucken, wow, what? Jawohl, das ist das, ja, Motherboard Crosshair, glaube V145 Hero, ich weiß nicht, mit diesen römischen Zahlen, ja, AMD Ryzen Desktop 2000 Ready, aber gucke da, so, jawohl. Packen wir das Ganze mal aus, gehen wir weg. So, weg mit der Kartonscheiße. Ding ist schwer. Was haben wir denn hier alles? Ist von Asus, genau. X370er Sockel, könnte ich mir denken. Und eine Sockel, ja, Socken habe ich auch noch nicht an. Ich muss gleich zur Arbeit. Ryzen AMD. Und man hat natürlich drin Aura Sync. Also, das heißt wohl 3D-fähig und. Farb, also mit LED-Wechsel. Das finde ich doch schon mal geil. So, da haben wir es dann. Mit dem neuen Karton, Alter, dass ich mal sowas haben werde. Wow, zieh, ist das ein Kauzi. Ja, und da haben wir das Ding drin. Ist das hier drin mit eingepackert? Wahrscheinlich ja. Dann kriege ich das Motherboard auch so jetzt noch nicht raus. Sieht aber edel aus. Oh, Mensch, du blöde Kamera, Alter. Mensch, stell doch mal scharf, du Arschloch. Ich hasse, wie das Ding hasse. So, so seht ihr es jetzt mal, wie das richtig schön im Scharf aussieht. Aber die ganzen Anschlüsse, das schöne Motherboardchen. Bevor ich das natürlich nutzen kann, fehlen mir da so einige Sachen. Das ist die Rückseite, aber ich lasse jetzt die Folie mal drauf. Viermal Steckplätze für Arbeitsspeicher. Dann fehlt mir der Chipsatz. Das sind schon mal zwei Sachen. Netzteil habe ich, das ist nämlich von dem anderen, aber da muss ich mir wahrscheinlich trotzdem nochmal ein Netzteil besorgen, damit ich den anderen Rechner da weiter betreiben kann. Ja, da haben wir die gewissen Startknöpfe, Reburn, Safe Boost, Reset und, ne? Könnt ihr ja bestimmt lesen, soll. So, und das soll, das ist verchromt hier, aber angeblich soll das ja auch leuchten, da bin ich mal gespannt, ob das Motherboard hier. Also ich weiß, das hier ist beleuchtet, weil das weiß hinter Dings ist. Aber das ist verchromt. Ich glaube nicht, dass das leuchtet. Das wäre natürlich geil, wenn das leuchten würde. Ich weiß jetzt natürlich jetzt nicht vom Motherboard, ob das jetzt leuchtet. Aber bin gespannt. Viel wird es nicht sein, denke ich mal. Nur das hier oben, weil für mich sieht es nicht aus, wenn diese gewissen Sachen hier leuchten würden. Naja. So, gucken wir mal, was die Anschlüsse betrifft. Schön verpackt, schön verbaut, schön kompakt. Alles in einem so einer Dings drin. USB 3.0, das sein. Haben wir hinten auf der Rückseite der Platine eventuell Beschriftungen? Nein, haben wir nicht. Das heißt, es ist wahrscheinlich Motherboard hier oben. Die Step by Step. Baby, aber ich denke mal, das kann man schon so sehen. Blau dürfte USB 3.0 sein. Vielleicht sind aber auch erst 2.0, 3.0. Ja. Internet-Schnittstelle, super. Neuer digitaler Eingang haben wir dann auch. Ansonsten rot, gelb, grün für Dolby digitalen Sound. Also, es ist mit dem Board auch schon drauf. Ja, so ja. Das war es erstmal für das Motherboard. Mehr kann ich da nicht hinzufügen. Mehr kann ich im Moment auch nicht machen. Weil, ja, mir fehlen gewisse Sachen. Das ist halt Arbeitsspeicher, Chipsatz,
Ja, Grafikkarte muss dann auch irgendwann noch dabei. Oh, das ist immer ein Kostenpunkt, ne? Da muss ich je pro Monat 100 Euro für ausgeben. Ich habe diesen Monat habe ich mir schon zwei, drei gute Sachen geleistet. Das ist einmal schöne Gaming-Headset von Teufel für 100 Euro. Jetzt dieses Motherboard noch mal knapp für 100 Euro. Da geht erstmal nichts mehr. Ja, es ist zwar, wenn ich jetzt nach gucke und Angebot, dann will ich eigentlich dann immer sofort, ah, wir haben geil. Aber ich habe halt das Geld im Moment nicht. Ich muss da noch ein bisschen gucken, dass ich mit der Kohle klarkomme. Deswegen könnte ich das noch ein bisschen hinziehen, bis da so das nächste Video über das nächste Teil für das Motherboard kommt. Somit sehen wir uns dann bis zum nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Euer Virus Visions.